Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Heute wieder mal auf dem Weg in den zweiten Dungeon. Wir wollen da ein bisschen was sammeln. Und in der letzten Folge haben wir ziemlich viele Sachen gekauft, die uns ziemlich reich machen. Unser jetziger Auftrag ist es also, schnell auf Ebene 3 zu kommen, da alles zu looten und dann das Ganze, oh Gott, den ganzen Scheiß zu verkaufen. Um dann unser Schwert abzugraden und dann eventuell auch neue Rüstung zu kaufen. Das wäre so der Plan der Pläne. Oh nein, ich hasse es hier. Nein, lass mich in Ruhe. Scheiß Schleim. Ich will nichts von dir. Hä? Du bist einfach gestorben. Okay, wir müssen nochmal durch den Schleim. Ach Gott, ist das elendig. Huch! Wir haben eine Waffe bekommen. Kriegsspeer. Okay. Den packen wir mal hier auf. Der ist schon lang. Ich kann einfach keine alte Knolle in Holz- oder Eisenkisten finden. Vermutlich muss ich Goldkisten finden. Die gibt es aber nur in Kammern voller Artefakte. Ah, die Goldknollen kennen wir ja. Okay, versuchen wir mal mit dem Stab mal ein bisschen was zu machen. Nein. Nein. Einfach nein. Nö. Nö. Ich hasse solche Räume. Was soll denn das? Hier, sowas ist angenehm. Es ist das Angenehmste pur. Leute, die schnell sterben und kein Loot geben. Oder schlecht Loot. Okay, ihr könnt glücklich sein, dass ich hier nicht durch kann und die Truhe möchte. Hohoho! Mit deinen Verfolgungsraketen kannst du mich am Arsch lecken, ey. Au. Egal, wir finden eh gleich einen Brunnen, also von daher. So. Das kann alles mal mitkommen. Schleim bitte, ja. Mehr wollte ich nicht von euch. Noch mehr Schleimis. Da sind die Notizen. Und die Dinger, die ich noch brauche. Sehr schön. Ah, das Ding vibriert in der Nähe von diesem Raum hier. Aha. Muster. Oder es vibriert, wenn meine Tasche fast voll ist. Ich weiß es nicht. Nee, in der Nähe des Raumes irgendwie. Ich glaube, die Samen werden wir nicht zusammenkriegen. Ich glaube, das wird nichts. Au. Oh, da sind sie ja. Okay, die Pilze geben die Samen. Ich habe nicht mehr viel Leben. Das ist mir bewusst. Aber ich habe Vertrauen darauf, dass hier rechts jetzt der Brunnen ist. Ja, die Gegner sind zum Glück nicht schlimm. Vielleicht ist der Brunnen ja jetzt hier. Viel zu lange auf der ersten Ebene verbracht. Fuck. Ja, kann man nicht ändern, ne? Hatte ich eigentlich die Truhe da oben geöffnet? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh! Nice. Schleim, Schleim, Schleim. Schleim ist immer gut. So, Ebene 2. Wir müssen echt schneller durch. Ich war doch gar nicht. Mann. Okay. Das hab ich verkackt. Aber so richtig. So. Gegenstandsumwandlung. Ich weiß gar nicht, wie viele Stacks hatten wir denn? Fünf, ne?
Gut, Moment, irgendwie habe ich das. Wie viel wert warst du? 450. Das ist noch ein bisschen zu wertvoll. Zu wertvoll. Okay, die habe ich zwar schon verkauft, aber. Ah, da. Euch habe ich doch gesucht. 5, so. Dich verkaufe ich einfach so. Genauso wie euch. Du bist ja dieses. Ach, das sind nur Blütenblätter. Das sind die, die ich gesucht habe, oder? Giftsporen? Modifizierte Samen, die haben wir gesucht, ne? Blütenblätter waren ja auch nicht so viel wert. Gegenstand, der nach Hause geschickt wird, das wird die Waffe sein. Oder die Kristalle. Aber davon haben wir nicht volle Stacks, ne? Ja, komm, schicken wir die Waffe zurück. Können wir sie da verkaufen? So, dann haben wir hier noch. Gegenstand geht kaputt. Und die hätten wir nach Hause schicken sollen. Flucheffekt wird aufgehoben. Müssen wir das bei irgendjemand machen? Nö, eigentlich noch nicht. Noch nicht, Freunde, noch nicht. So. Wenn ich noch einen Trank verwende, dann kann ich meine anderen Tränke da reintun. Gegenstand geht kaputt. Den würde ich sehr gerne nach Hause schicken. Den würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Ja, was machen wir denn da? Was machen wir, Freunde? Ich bin jetzt schon nicht mehr genug tragen. Na gut. Oh Gott. Das zu dir. Das zu dir. Das war knapp. Au. Au, au, au. Au, 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 das war nicht gut. Okay, nichts mit nach Hause schicken, ne? Schade, das habe ich befürchtet. Wir haben jetzt ein Problem. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich den ganzen Scheiß auch verkaufen. Oh. Oh. Ich will nicht. Okay, das dazu. Ja, komm, dann kann das weg. Kommst du dahin? Und du kommst dahin. Sehr schön. Der roten Schleim würde ich. Der ist eigentlich wichtig, der rote Schleim, ne? Ich meine, ein bisschen Geld kriege ich davon, ja. Ne? Na gut. Stimmt, da liegt ja auch noch was. Was soll's? Ich würde sehr gerne in die nächste Ebene einfach gehen, weil dann würde die Karte auch aufgedeckt werden. Was sehr, sehr praktisch wäre. Das ist so traurig, dass ich nicht alles mitnehmen kann. Jetzt hier bestimmt eine Waffe oder so drin. Oh, ein Trank. Nee, das sind nur die Blätter, ne? Na gut. Dann wären wir hier. Dann kommen. Was soll's. Ich hab das Geld.
So. Nur kurz Sachen ablegen. Und dann Keks freuen. So, haben wir hier noch irgendwas Unerwünschtes drin? Der Handschuh. Okay, der Toy. So. Den Handschuh können wir auch eigentlich verkaufen. Obwohl der ganz geil ist. Weißt du was? Wir behalten den Handschuh. Ich finde ihn ganz geil. Und verkaufen den Speer dafür. Das klingt, ne? So. Die nicht. Mein Kristall kommt da rein. Und dann. Ah, ich habe ganz, ganz viele rote. Na gut. Gut zu wissen. Dass wir uns da eigentlich keine Sorgen machen müssen. So, Fünfer-Stack. Ramschkiste. Gibt's gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja lustig. So, kurz alles auf den Verkaufstresen stellen und dann wieder rein. Zum Glück hatten wir eine Waffe schon verkauft, ne? 1000. 1100? So. Okay, huch. Du hast eine Wertsteigerung. So, Inventar leer. Sehr schön. So habe ich mir das gewünscht. Und jetzt schnell in die dritte Ebene. Versuchen da noch ein bisschen was rauszuholen. Ach, die Gegner sind wieder zurück. Ganz froh sein, dass ich die besiegen muss, Kleiner. Ich will die Kiste nicht öffnen. Dass er jedes Mal die Kiste öffnen will, wenn man zuschlagen will. Schon ein bisschen bitter. Und nicht mal was verloren für mich. Svenerei. Ihr könnt mich. Ich brauche euch nicht. Dich brauche ich. So, wir haben jetzt die Karte aufgedeckt, ne? Ach, da steht das Portal. Ich verstehe. Oh. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Symbol auf der Karte? Jetzt muss ich die auch noch besiegen. Oh, Gift. Spezialtrick Nummer Uno. Immer das Schwert benutzen zum Einsammeln. Wieso lassen die jetzt kein Loot mehr frei? Ich brauche das Zeug doch. So, wir werden erstmal die Räume hier klären, bevor wir uns aufladen. Fluchentbinder. Wir haben doch noch einen Raum, ne? Komm. Oh Gott, tötet mich bitte nicht. Ich hab's nicht verdient. Also zu sterben, nicht zu leben. So, einmal kurz die heilende Kräfte hier nutzen und dann ab in die dritte Ebene. Und lass uns reich werden. Ja. Oh.
Oh nein, Gift. Oh, Erzfeind. Erzfeind besiegt. Gott sei Dank. Oh, das war fies. Ha, gekonnt ausgewichen. Ihr könnt gar nichts. So, was haben wir da? Fluchentbinder, sehr schön. Nutzen wir doch mal direkt hier. Holz. Wie ich jetzt schon einfach voll bin. Gottes Willen. Waldfrüchte. Wird zu diesem. So, noch ein Fluchentbinder. Brauchen wir dafür irgendwas? Wird zu diesem. Ich möchte gerne da schon. Habe ich überhaupt noch irgendwas Billiges? Ich schwören könnte, ich hätte mehr von dem ganzen Zeug gehabt. Okay, wie wertvoll warst du? 1850? 2200. Dann machen wir das so. Dann so. Ah, Fünfer. Naja. Ich habe ja gehofft, dass es mehr bei euch rauskommt. Das Zeug verkaufen wir. Das Zeug tun wir darauf. Das verkaufen wir. Ja, so ist das gut. So habe ich mir das vorgestellt. Gut. Oh, mein Ding ist gegen's vibriert wieder. Mein Spinnensinn. Bullshit. Du mit deinem scheiß Gift. Jetzt habe ich aus Versehen auch noch einen Heiltrank eingesetzt. Oh Gott, was. Oh nein. Nicht du. Komisches Schwein. Ernsthaft? Wie der mich noch getroffen hat. Ich fasse es nicht. So. Wieso stackst du dich nicht? Gegenstand wird zu diesem. 1800. 1500. Du kannst weg. Geht kaputt. Wieso geht hier alles kaputt? Das sind ja nur billige Blütenblätter, ne? Okay, machen wir das so. Ja, hätte ich nur Fluchentbinder, ey. Ja, ich weiß schon, was ich tue. Ich weiß schon, was ich tue. So und so. Au. Das, Sebi. Was habe ich. Ah, ich habe die natürlich schon weggebracht, ne? Na gut, 170 war ein bisschen zu billig. Weg mit euch. Wobei ich eigentlich ja noch genug Tage habe. Oh nein, ich kann nicht weg. Tschüss, alle Heiltränke, die ich habe. Oh, der eine versprüht nur Matsch, ne? Während der andere das Gift versprüht. Oh, lasst mich doch bitte in Ruhe. Ich meine, du kommst da nicht mehr.
So, ich bin gerade wieder am Erklimmen, Ebene 3, deswegen gehe ich hier mal kurz durch und habe das hier entdeckt. Waldgeschichte 1. Okay, Freunde, es geht wieder los. Wir müssen fliehen. Vielleicht hätte ich zuerst den Ausgang suchen sollen. Scheiße, das ist nicht der Ausgang. Ich habe die Tränke nicht ausgerüstet. Fuck, wo ist denn der Ausgang? Oder ich muss dich töten. Danke, dass du mich getroffen hast. Bitte komm nicht hier. Habe ich ihn verbuggt, weil ich sofort hochgegangen bin? Ich hoffe ja. Ich hasse Gift. Ich hasse euch. Ist mir jetzt alles scheißegal. Ich habe keine Zeit für euch. Oh scheiße, das ist das Viech. Bleibst du stehen? Das ist ja nett von dir. Ich habe leider keine Zeit für euch. Okay, das ist die nächste Ebene. Und ich verfolgte mich nicht auf ewig. Okay. Er verfolgt mich hier nicht mehr. Wir sehen uns gleich in Ebene 3. So, wir sind hier in Ebene 3 angekommen. So sieht's aus. Das habe ich momentan alles. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle. Weswegen ich jetzt noch ein paar Sachen verkaufen werde. So. So. Und darüber. Und dann verkaufen wir dich. Sehr nice. So, wir haben jetzt genau 8000. Ich gehe jetzt nochmal zurück. So eine Scheiße aber auch, ey, dass ich da gestorben bin. Dieses dreckige Gift. Ich hasse Gift. Ich hasse diesen Dungeon. Ich hasse Gift. Gott. Ich werde das Schwert aufrüsten und ich scheiß auf Rüstung. Ich scheiß auf alles. Ich werde das, nachdem ich das Schwert aufgerüstet habe, gehe ich sofort los zum Boss. Gucke, ob ich ihn besiegen kann. Und wenn ich das kann, dann... Oh. Freunde, ich kann euch sagen, bin ich der glücklichste Mensch aller Zeiten. Weil ich dann dieses dreckige Gift nicht mehr haben muss. Und das Buch. Wir haben das Buch, Freunde. Wir wissen, dass es um die 22.000 wert ist. Deswegen bieten wir es einfach mal für 20.000 an. Wir haben immerhin unser Leben dafür riskiert. So, eigentlich muss ich mehr. 25.000. Einfach nur, damit ich runtergehen kann, um zu gucken, dass ich wirklich den besten Preis bekomme. So. Alles rein da. 9. Mir fehlt noch einer und dann kann ich die Quest abschließen. Cool. So, du bist noch voll gesteckt. Du bist voll gesteckt. Ja, die Pilze. Sowieso nicht so wertvoll. So, zack. Kurz gucken. 1800 war gut. Machen wir auf 2000. 1500 war gut. Machen wir auf 2700. So. Auch Wertsteigerung. Zuerst war 54 okay und jetzt, na egal. So. Das geht da rein. Verkaufen wir das hier noch, wo wir den Preis noch gar nicht kennen. Ich sehe schon. Obwohl, wir müssen ja erstmal den Preis rausfiltern. Wie wertvoll das überhaupt ist. Controller deaktiviert. Oh Gott. Controller-Akku leer. Oh, tust du mir das ans Spiel? So, Controller ist wieder aktiviert. Okay, du warst 60. Ja,
Ja, theoretisch weiß ich den Preis, aber ich will ja jeden Gegenstand einmal verkaufen. Gut, dann wissen wir schon mal, dass das ein Scheißwert ist. Gut. Dann zurück in den Dungeon, aber zuerst mal ein paar Heiltränke kaufen. Mache ich heute meinetwegen auch ein bisschen länger. Ich muss das ja noch irgendwie einmal schaffen, weißt du, damit ich mein Geld zusammenkriege für den ganzen anderen Rest. Ich werde jetzt bestimmt, wenn ich das einmal schaffe, locker 100.000 rauskriegen. Das sind fast schon alle Upgrades, die ich brauche. Wenn ich sogar nicht noch mehr rauskriege. Aus dem ganzen Zeug. Hatte ich nicht ein Portal gesetzt? Ich habe kein Portal gesetzt. Ich bin zurück. Ich mach den Laden auf. Und dann beenden wir die Folge. Dann gehen wir in der nächsten Folge. Gehen wir dann ab Stufe 3 weiter. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich habe kein Portal. Ich habe kein Portal gesetzt. Wieso gehe ich jetzt schlafen? Wieso bin ich schlafen gegangen? Freunde, kann mir das einer verraten? Wieso? Wie? Alles wird gut. Wir öffnen jetzt einfach den Laden ganz entspannt. Nö. Ich wollte schon wieder ins Bett gehen. So, was kann ich für dich tun? Es gibt ein Monster namens Stoff, Rankling, Notizen, das. Ja, Quest fehlgeschlagen. Mir fehlte nur eine Notiz. Verdammt. Egal, die paar Kröten, du kannst es behalten. Ich weiß nicht, ob das Speer zu günstig ist. Der nimmt ihn trotzdem. 2200 habe ich gesagt, ne? Ich bekomme 3000. Oh, so viel Geld. So viel Geld. Ja. Gebt mir alles, was ihr habt. Guckst du dir das Buch an? Komm, musst dir das Buch angucken. Der will bestimmt das Buch klauen. Ah, da guckt sich jemand das Buch an. Zu teuer. Gehen wir 1000 runter. So viel Zeit muss sein. Dann sind wir schon fast leer gekauft, ne? Ja, wir sind leer gekauft. Guckt euch das an. Tja. Ein Dieb, der konnte aber nichts klauen. Da war ich zu schnell. Ja, und jetzt rüsten wir halt zwei Level auf. Dann gehen wir nochmal runter. So. Verzauberung. Ja, ich meine, die will ich sowieso jetzt fast verbessern, ne? Wie, das war's? Mehr geht nicht? Ja, zumindest zwei Verbesserungen habe ich gemacht. Wie ich gesagt habe, genau zwei. Eigentlich wären es ja drei gewesen. Aber gut, mein Schwert ist jetzt maximal aufgerüstet. Und dann kommt als nächstes kommt, die Rüstung, ne?
Gut, Freunde, wir sehen uns morgen in Stufe 3 des Dungeons wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.